Ja, Colin! Ja. Gut, dass ich versteckt bin. Ich bin nicht versteckt. Am weißen Hetzermantel. Ja. Ja. Habe ich vielleicht auch Karre liegen lassen. Ja, der Wagen rollt näher und näher und könnt dann sehen, wie der Grolm euch schelmisch zulächelt. Meine Freunde! Das Fahrrad jetzt zum Gruße! Ja, seid gegrüßt. Wohin des Weges? Hat ja auch eine Erfahrung? Nee, noch nicht. Müssen erst noch uns mit jemandem treffen. Ja, gut. Wollt ihr was kaufen? Ich hab feinste Ware aus Mendena dabei. Was? Die ist auch gar nicht so teuer. Hihihi. Ein Grolmenwitz. Hehe, ja, vielleicht später. Holz von der Dämonenarche, frisch abgezogen. Aus dem lebenden Hafen. Ah ja, interessant, interessant. Ich hab auch einige Krustentiere drin. Wenn ihr wollt, frisches Walfleisch. Na, wie ist es? Besser mit Öl? Woher habt ihr alles Walfleisch? Wir haben so viele Dämonenarchen, wir wissen gar nicht, wohin mit den ganzen Walen. Ah, daher kommt das Zeug also. Ich habe mich schon gewundert, dass hier jeder Wal ist. Ja, wir sind gut. Aber die Wege sind mittlerweile schwierig. Schwierig. Gerade bei Schammerarm, da sitzen die Amazonen. Die blutigen Amazonen. Da geht wohl gerade irgendwas vor sich. Man murmelt von einer Belagerung, aber davon sehe ich nichts. Aber das ist gut. Belagerung treiben die Preise nur nach oben. Was ist denn da los, wenn ihr da gar nichts sehen konntet? Ja, die Amazonen sind weg. Keine Ahnung, wo die hin sind. Weg? Es geht doch nicht. Sammeln sich wohl irgendwo. Die, diese, Die Magdalena so, oder die, Die anderen sind alle tot. Guck und konnte mal gut Schätze klauen. Die gehören jetzt alle uns. Reagiert er Reagiert er irgendwie anders auf mich? Nö. Gut, weil ich meine, ich habe ja Feind, die Golden of Melbourne. Ja, ich auch, deswegen habe ich mich versteckt. Ja, ich nicht. Ich bin gerade am Kämpfen mit mir, ob ich ihn nicht einfach. Ja, würfel mal Menschenkenntnis, erschwert um 7, weil Grolme. Dürfen wir das alle oder neue? Ja, könnt ihr alle machen. Erschwert um 7, weil Grolme. Ich sollte mir Kulturkunde Grolme kaufen. Kulturkunde Grolme. Oh, ich hab's geschafft! Ja, ich auch. Jo. Müsst ihr mir diesen Erfolg nehmen? Habt ihr alle geschafft, ne? Nee, ja, einer nicht. Wer mit den besten Werten passt. Achso, Abelmir. Ja, Abelmir vertraut den Grollen. Das sind ehrbare Helder, Händler im Horasreich. Ja, gute Geschäftsleute. Also Boltax, du weißt nicht genau, was dich erkannt hat, aber ihr könnt definitiv hinter ihm, neben ihm, an dem Karren auch den einen oder anderen Steckbrief erkennen. Und da kannst du auch einen Steckbrief erkennen, wo ihr drauf seid. Die Helden von Elbow. Aber er lässt sich nicht, hat nichts anmerken, also. Was verkaufst du jetzt? Also außer hier so nutzloses Holz. Wie nutzloses Holz? Na, Walfleisch und Öl, Tran, Klebstoff. Wer hat sich denn noch nicht versteckt? Ich habe noch nie versteckt. Ich glaube, ich bin der Einzige, der sich versteckt hat. Ja, typisch Priot halt, ne? Dann hat sich hier den Schlamm geschmissen, sonst drehe ich mich alle. Dann drehe ich mich zu dieser Runde um. Und gehe ganz langsam auf sie zu und flüstere ihr ein. Wir haben auch einige Homeria hier drin. So eine richtig schöne Homeria-Krabbe. Oh, wie die was knackt, du. Wenn die das wüssten, würden die nicht wieder kommen, aber. Der Lebende oder? Nee, die sind tot. Ja, ich dachte schon, so passen die da was rein. Enttäuschend. Aber sag mal, diese Schätze, die ihr eingesammelt habt, was sind das für Schätze? Magierstäbe. Schwerter von Amazon, Rüstung. Du bist ein. Bist du ein Rayani? Du siehst so aus. Ach, früher mal. Früher mal. Wir haben auch Busenhalter. Hihihi. Oh. Ja, was muss man machen, um so ein Schwert von denen zu kriegen? Ich wollte schon immer mal eins in meine Sammlung haben. Klar. Ich mach mal den Wagen hinten auf. Moment.
Er geht nach hinten, verschwindet wohl im Inneren und du siehst dann wohl, dass nach ungefähr 10 Sekunden geht dann ja von alleine so eine Klappe auf. Kannst dann da das ganze Lager von ihm erkennen, was da wohl sorgsam aufgereiht ist. Nirgendwo ist ein Preisschilder dran, das ist wohl besonders edel. Aber du siehst wohl, wie er sich jetzt ein Schildchen an den an seine Schürze gepackt hat und darauf steht Ringix. Den kennen wir. Die sehen alle gleich aus, ja, aber... Ich würde mal in die Wange rumgehen, dass ich im toten Winkel von diesem Gräum stehe. Mhm. Genau, ich würde das auch machen, solange der irgendwie in seinem Wagen rumwühlt. Was hatte Beutax zu Isarun gesagt? Die Steckbriefe habe ich ihr zugeflüstert. Ach so, die Steckbriefe. In zwei Worten darauf aufmerksam gemacht, was ich gesehen habe. Kann man die jetzt erkennen, die Steckbriefe? Sind die immer im Wagen befestigt? Doch, also das sind genug Steckbriefe von vielen Leuten. Also auch teilweise Leute aus den Schwarzen Landen. Also du kannst auch Steckbriefe von Shaika Grimzahn erkennen, von Lucardus von Kemet. Also die jagen halt alle, beziehungsweise die nehmen halt Preisgelder für alles. Das sind Gräume. Du siehst auch einen Steckbrief von Xeran. Also selbst der ist halt dran geklemmt. Dann würde ich meine Balestrina mal spannen, einen Bolzen anlegen und wieder einen Halter stecken. Ich möchte gerne unsere Steckbriefe verändern. Wie? Möchtest du einen Stürmer dran malen? Ja, so ein Kram. Okay, ich dachte jetzt magisch. Okay, gut. Oh wow. Gott, tut mir leid. Sorry. Möchtest du eine Bale Zeichenprobe machen? Ja. Also es gelingt, aber ich will einfach mal gucken, wie lustig das wird. Es geht so. Ja, einigermaßen professionell kannst du dann Haare anmalen, die da nicht sind oder ja, also es gelingt. Mit Wachs kannst du vielleicht noch drauf träufeln, wenn du da irgendwie so eine kleine Kerze sowas hervorholst, während die anderen da ablenken. Was machst du da? Ich flüstere dir zu. Ich verändere die Steckbriefe, dass wir vielleicht nicht erkannt werden. Das soll helfen? Ja, euer Herumgespanne eurer Waffe hilft auch nicht. Naja, es ist zumindest etwas. Dann zeig doch jetzt mal deine Waren her. Ja, hier, so. Er deutet auf zwei, drei Planken. Er legt da so ganz kurz seine Hand drauf, seine kleine Patschehand, zieht sie dann ganz schnell wieder zurück, wenn du siehst, dass da so kleine Stacheln rauskommen. Sie sehen so ein bisschen verkrustet aus und grüner Schleim, der daran hängt. Das sind jetzt die neuen Archenhölzer. Die ziehen wir den mit schweren Ketten, ziehen wir dann die Hölzer raus. Die müssen dann wieder nachregenerieren. Ist besonders gut, wenn ihr irgendwas mit Holz macht. Leben, das Atmen, das Holz. Die Elfen bilden sich immer was drauf ein, aber das können wir auch. Der Zeug will dich stechen, oder? Was? Will das Zeug dich da stechen, oder was habe ich da gesehen? Ja, bald will ich beißen. Ah. Nicht auf, was beißen die nach dir? Die mögen uns nicht. Die mögen gar nichts. Die heulen und jaulen. Die Archen. Solltest du mal sehen. Dämonen, Daimonide. Und trotzdem kriegt Xeran es hin, dass die Schmerzen haben. Oh, sehr schön. Ja, ich bin schon aus solchen Dingern gewesen. So, hier haben wir Hummerscheren oder Homeria-Scheren. Genau. Die Dinger sind mittlerweile tot, aber das sind dann die Waffen von denjenigen, die in der Arena nicht überlebt haben. Die werden ihnen dann als Strafe abgeschnitten. Ja, wir haben in Medina eine schwimmende Arena. Da werden dann teilweise Schiffskämpfe drauf abgehalten, teilweise mit Dämonenarchen oder wir tun da Homeria rein. Und da muss man da schwimmen in der Arena. Wenn man halt nicht schwimmen kann, ist das blöd. Dann säuft man gleich ab. Ja, da haben die Homeria natürlich einen Vorteil, aber die anscheinend nicht. Wollt ihr Grabsalbe haben von Mumien? Da haben wir so eine alte Bregelsaumsche Mumie entdeckt. Was ist eine Mumie? Also, wollt ihr jetzt was kaufen oder wollt ihr nur rumstehen? Seid das Geld. Ja, zeig doch mal die, du hast doch diese Schwerter, zeig doch mal. Ja, hier. Er deutet dann auf so ein Fach, öffnet dann so eine Schatulle, auch aus ziemlich edlen Hölzern, wahrscheinlich irgendwie aus den Moharischen Reichen, würdest du sagen, und offenbart er dann 8 Schwerter der Amazonen. Hervorragend gearbeitet. Löwenköpfe. Also, was sind das für Schwerter? Sind das solche Säbel oder Rondrakämme oder was? Teilweise Rondrakämme, teilweise Säbel, also alles sehr, sehr hochwertige Qualität und definitiv aus Kokum. Hm. Ja. Was willst du für so einen Kamm haben? Ja, der ist ja fast unbezahlbar, ne? Rondrakämme, die kriegt man im freien Handel nicht. Aber du bist mein Freund. Entweder du gibst mir 700 Dukaten oder eine Unterschrift auf diesem Blatt Papier hier.
700 sehe ich so oft, als wenn ich so viel Gold mit mir rumschleppe. Nicht? Wo denn? Ich habe doch keine Taschen, siehst du das? Ja, in Wahrung kannst du dir Geld holen. Da sind die Plötzburgens. Kannst du Geld holen. Hm, wirklich? Nun sollte ich das wohl tun. Ich bin mir sicher, man sieht sich wieder, nicht wahr? Immer, man sieht sich immer zweimal im Leben. Da bin ich gespannt. Sagt Ringix, was gibt es Neues aus Mendena? Unruhige Zeiten. Afax hat irgendwas vor. Hat er es nicht immer? Klar. Xeran weiß noch nicht genau, was er davon halten soll. Er wurde schon einmal verraten. Von Darion Paligan. Aber das darf keiner wissen. Ja, das gehört doch dazu, dass sie sich gegenseitig verraten, oder nicht? Tja. Bereitet er sich doch den Krieg vor? Gegen Hafax? Xeran, naja, der hat überlegt, ob er sich die Amazonen kauft. Aber er ist ja so geizig. Hihihi, geizig wie ein Kolben, sag ich immer. Hihihi. Also ich glaube, er wird es nicht tun. Die sind ihm zu teuer. Er sitzt lieber auf seinem Berg von Gold in seinem goldenen Haus und wartet. Gibt es sonst noch Neuigkeiten aus Mendena? Was soll ich sonst sagen? Was wollt ihr wissen? Die läuft alles so. Sind Archen aufgetaucht von Mendena? Ja, sicher. Aber ihr versteht wohl nicht, worauf ich hinaus will. Ich brauche Profit. Und wenn ich euch jetzt hier irgendwelche Informationen gebe, dann habe ich davon keinen Profit. Gebt mir Geld. 5 Dukaten pro Information. Eine Gier ist unendlich. Gelegenheit ist Gelegenheit plus Instinkt gleich Profit, sag ich immer. Halte deine Ohren offen. So, so. Ein Vertrag ist ein Vertrag ist ein Vertrag. Ich hörte davon. Also nicht. Ich will nichts von euch. Er fährt dann wieder den Holzkasten nach oben. Kieras kann so ein bisschen mitleidig sehen, wann wieder die Schwerter der Amazonen wieder verschwinden. Klackt es und der Wagen ist wieder zu. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, reden wir nochmal über die Schwerter. Armee. Krieg ist gut fürs Geschäft, sag ich immer. Und darauf? Reden ist gut fürs Geschäft. Alles ist gut fürs Geschäft. Alles ist gut fürs Geschäft. Ja, Alan, du hast kurz das Gefühl, wie er dir zuzwinkert, wie du da gerade in deinem Versteck sitzt. Und dann kommt er wieder nach draußen. Und der Karren rumpelt weiter. Könnte ich auf den Karren draufspringen? Von deiner Position? Also das kostet sicherlich 2 Aktionen Position. Einmal aufstehen, einmal rübersprinten. Nee, lass ihn fahren. Du weißt, dass man diesen kleinen, gierigen Dingern nicht trauen kann. Wir haben immer einen Plan. Mhm. Und für den Fall, dass der Plan scheitert, haben sie auch noch einen Plan. Ich rappel mich dann wieder hinter meinem. Du weißt ja, je breiter jemand lacht, desto schärfer ist sein Messer. Ja, könnt ihr den Wagen nochmal hinterher rumpeln sehen und wieder wohl einige Steckbriefe mit Bärten im Wind flattern. Wir hätten ihn nicht ziehen lassen sollen. Ich hab keiner was gesagt. Ihr standet um ihn herum mit 5 Leuten. Ich hab ihn doch wohl lange genug abgelenkt, oder? Ich bin nicht der Messermörder hier. Warte, wie schnell fährt der? Schon kutschenschnell, also er hat halt keine Pferde, aber trotzdem. Wie weit ist er jetzt gerade weg? Er fährt sich stetig weiter, du würdest sagen mit Geschwindigkeit 16 grob. Ja. Könnte ihn ein Pfeil noch einholen? Hast du einen gespannten Bogen? Du hast einen Streitwagen. Das ist recht, der Bogen ist nicht gespannt. Den zu spannen dauert 5 Aktionen. Geschwindigkeit ein koranisches Pferd. Das wäre ein großer Streitwagen, klar. Dann Pferd. Pferden und Pferden unterwegs, genau. Reit hinterher und sag, dass du was kaufen willst. Nein. Und wenn er eine Armbrust hat? Natürlich hat er eine Armbrust. Es ist zu spät. Es ist zu riskant. Am Ende scheut das Pferd und wirft mich ab oder sonst irgendwas. Und dann ist nichts gewonnen. Asaro schüttelt sich so ein bisschen. Ich habe zwar keine Vorurteile gegen Kulturen oder andere Rassen, aber das war eine sehr unangenehme Begegnung.
Für einen Golem war der noch sehr angenehm. Es gibt da ganz andere. Oh. Oh, schmierige Viecher sind das. Oh, ich hätte ja schon gern diesen Kamm gehabt, ne? Ja, hättet ihr was gesagt? Ich besorge euch einen in der nächsten Stadt. Das kann ja nicht so schwierig sein. Na, eher aus dem Grund, ihn aus den Krabbelfingern rauszuhaben, weißt du? Ah, sie sehen zwar sehr unscheinbar aus, aber sie sind herausragende Artefaktmagier. Wenn man sie als Magier bezeichnen kann, aber... Das haben wir bereits am eigenen Leib erfahren dürfen. Ja, ja, ich konnte ihre Artefakte trotzdem alle ausschalten. Pah. Garstige Mistviecher. Definitiv. Definitiv. Gehen wir weiter. Hoffen wir, dass er euch nicht erkannt hat. Ihr wollt hier direkt von der Straße abbiegen? Wie ist das Gelände? Ist es noch sehr hügelig? Ansonsten fahren wir erstmal hügelig nicht mehr, aber sumpfig. Das wird nicht anders werden, wenn wir weiterfahren, also ja. Gut. Dann könnt ihr Richtung... Es wäre vielleicht noch ganz gut, um zu warten, ob wir vielleicht irgendwie so einen Köhlerpfad oder sowas finden, also oder zu irgendeinem Gehöft, dass wir zumindest einen Teil auf einer befestigten Straße fahren, aber ich würde auch gerne früher lieber als später von der Straße abbiegen. Guter Plan, bin ich für. Plus oder Minus? Hier ist umringend, du bist umringend darüber im Klaren, dass diesen Würfel 3 Minus, aber nur 2 Plus drauf sind? Nein, 2, 2, 2. Das ist ein Feldwürfel. Oh, kann auch sein. Ja, ihr könnt der Straße weiter und weiter folgen und ja, ihr sucht nach sowas wie einem Köhlerpfad, den es vielleicht früher oder ehemals gegeben hat, kommt aber diesem großen Tafelberg immer näher und näher und könnt dann mittlerweile wohl erkennen, dass der im Gegensatz zu eurer Umgebung unglaublich bewachsen und durchwuchert ist von Jalan, du hast gerade so ein paar Erinnerungsbruchstücke, die aus Maraskan, die dich wieder einholen. Dschungel, dampfender Dschungel. Es ist auch ziemlich warm geworden, bist du der Meinung. Und mittlerweile könnt ihr wohl auch erkennen, dass dieser Turm, dieser Nagel, der von einem Gott eingeschlagen worden ist, ein Gesicht darauf hat. Ein Gesicht, was den Fluss hinunterstarrt, direkt auf euch. Was ist denn das schon wieder? Habt ihr noch keinen wirklichen Köhlerpfad gefunden? Steht da so gerade auf der Straße, der Gräume schon längst verschwunden. Seht wohl auch wieder ein kleiner Weg hochführt, also sind so 10 Meter, die der Wasserfall darunter strömt. Allerdings habt ihr wohl die Meinung oder die Ansicht, das Wasser dahinter oder da drüber, wo es gerade runtersprudelt, ist noch normal, ja, blau, wasserfarben, so wie es sein sollte, durchsichtig und nicht so schwarz und bröckelig. Das entsteht erst durch den Turm dahinter. Und während ihr euch das Ganze so betrachtet, könnt ihr wohl über euch erkennen, wie sich von diesem Tafelberg über euch, wohl 50, 60 Schritte über euch, es ist kein Irrhall, kein brennender Höllengreif, sondern es ist ein fast drachenähnliches Wesen. Nein, es ist ein Irrhalk, aber untot, beschworen aus den Niederhöllen von Targunitot. Der da über euch kreist, fliegt, euch mustert mit seinem brennenden, untoten Blick und dann wieder verschwindet. Ja, also er kommt wirklich direkt über uns? 50 Schritt über euch und dann 20 Schritt aus der Entfernung, so Umkreise, kreist einmal über euch, mustert euch für grob eine Minute und fliegt dann wieder weg. Ja, also da wir den ja gesehen haben, hätte ich dann schon gern einen Schleier der Unwissenheit über uns gezaubert. Okay, dann Zauber. Einen Moment, muss ich gerade finden. Das wird nämlich glaube ich, die Anzahl der Personen erschwert. Ist dieser Jorim denn jetzt eigentlich mitgekommen oder nicht? Bagger und Rafim, wollt ihr Jorim mitnehmen? Den Jäger? Kann der was? Er ist Jäger. Also, den lässt sich zwangsweise mitschleppen. Es gibt hier nichts zu jagen. Ja. Gut. Ja, dann bleibt Jorim da. Hat euch dann in Grünau verlassen. Dann seid ihr 6 Helden unter Savo. Okay, also ich bin ja mit eingerechnet. Dann müsste ich noch 6 Leute dazu. Cool, das darf ich jetzt alles allein machen. Yay. Das sind 3 ZFP pro Fuzzi. Du kannst das halbe mit Double mehr machen. Du kannst aber ASP investieren, um deine Schleier zu verstärken. Ja, danke. Das erleichtert mir jetzt nicht die Probe. Zeit, dass ihr ein Unitatio mal macht nach 17.000 AP. Warum machst du nicht 3 und Double mehr macht 3? Oder du hast 4 und Double mehr macht 3, so rum.
Also das fände ich fairer, ne? Weil sonst geht das ziemlich wahrscheinlich in die Hose. Machen wir das so. Kann man den erleichtern auf verlängerte Zauberdauer? Musst du gucken, ob das erlaubt ist. Zauberdauer? Zauberdauer ist eine erlaubte Modifikation. Ich würde es nämlich auch mir Zeit lassen. Wir sehen ja wahrscheinlich ziemlich weit bis zu der Stadt. Und dann würde ich eben auch 4 von uns das machen. Das heißt, Die Stadt Warung selbst könnt ihr nicht sehen. Es ist immer noch nur dieser Tafelberg mit diesem Urwald darauf. Von Warung selbst könnt ihr nicht sehen. Es ist nur ein Tafelberg erstmal. Riesig, schwarz, groß. Und daraus strömt sich dann der Rad rum runter mit dem Katarakt des Todes, diesem Nagel. Sicherlich ein Magierturm, würde Abel mir vermuten, der dann direkt in der Mitte steht. Du kannst dir Zeit lassen, oder? Ja, das habe ich doch gemacht. Deswegen ist es nur plus 5. Du wirkst auf 4, also gibt eine 4er Schwenis, oder? Nein. Mehrere Gefährten verzaubern bedeutet 3 ZFP, je nach Zauber und Anzahl der Personen. Aber du selbst zählst da nicht mit rein, oder? Nee, deswegen habe ich ja nur die 3. Also wäre es eigentlich plus 9, minus 4. Also kriegt Abel mir noch 2 und dann war es das. Dann wäre es plus 6, erleichtert um 4. Also eine 2er Schwenis. Ja, Isarun murmelt vor sich hin. Vis Madai Occulteo. Geld für eine Spielrunde, das sind 5 Minuten. Gelingter Spruch muss eventuell rot im Analysproben Sinnschärfeproben unter Wirkung Oculus Magiegespür. Denke daran, dass der Oculus, die Oculus-Wahrnehmung von Dämonen ein Flächen-Oculus ist. Die Wirkung ist doch aus ZFP-Stunden, wie gesagt. Was? ZFP-Sternstunden. Achso, das ist die Zauberdauer, die ich gerade gesehen hatte, 5 Minuten. Wenn ihr dann die Zauberdauer verlängert, sind das 10 Minuten. Würde ich euch aber zugestehen, sollte passen. Ich würde noch 5 zusätzliche ASP einsetzen, um die Stärke zu erhöhen. Ja, das ist vermutlich keine schlechte Idee, das mache ich dann auch so. Wie viel kostet der Zauber dann insgesamt für euch? 2 plus die ASP. 2 plus die blockierenden ASP, sie hier oben. Ja, also diese zusätzlich, ne? No. Sind insgesamt? Man kann auch eine einsparen, indem man halt den Kraftfokus im Start benutzt, also 6 ASP für mich. Dann könnt ihr wie gesagt erkennen, dass sich dieser untote Irrhalk über euch bewegt. Ihr könnt vorher den Schleier der Unwissenheit wirken und er fliegt dann weiter über euch. Er hat dann irgendwann weiter zu kreisen, nach nichts Bestimmtem Ausschau zu halten und wird dann nach Süden irgendwann abbiegen. Kein Interesse mehr an euch. Wir sollten wohl die Straße endlich verlassen. Ja, es nützt nichts. Wir müssen hier runter. Ja, also gut. Dann könnt ihr von dieser Position aus abbiegen in den sumpfigen Morast und parallel dann zu der Straße nach Norden und hinter Wahrung dann wieder auf die Straße auf, was euch viel, viel Zeit kostet, weil ihr immer mal wieder in diesem sumpfigen Matsch stecken bleibt, jetzt gerade auch, weil der Effort euch viel Regen schenkt und steht dann irgendwo auf der Straße zwischen Wahrung und Krützdorf. Könnt ihr tatsächlich aber auch nach 2 Meilen einen weiteren Wegweiser finden. Ein Schädel, der dann in verschiedene Richtungen deutet. Also das ist wahrscheinlich ein Skelett. Arme nach Norden, Krützdorf und Arme nach Süden, Warung, beziehungsweise das ist auch ausgeschildert, Eslamsbrück und auch Yolgurmak. Wir sollten wohl noch bis Krützdorf bewegen. Wenn wir Informationen erhalten können. Weil die nächste Karawane oder so erwartet wird. Zum Beispiel. Alternativ können wir hier einen guten Ort suchen und uns auf die Lauer legen, aber dann wissen wir nicht, was vorbeikommt. Vor allem wissen wir nicht, wie das Intervall dieser Karawane ist. Ob es das auch. Ein Tag ist oder eine Woche. Und ich bin mir sicher, es wird irgendwo einen gesprächigen Tavernenwirt geben. Mhm. Ich sage euch nur Folgendes.
sollten nicht so viel Zeit da rein investieren, denn denken wir darüber nach, wir haben nur ein gewisses Zeitkontingent. Richtig, ich wäre ehrlich gesagt dafür, dass einige von uns sich hier einen geeigneten Hinterhalt ausschauen und der Rest nach Kritzdorf reist zu Pferde, also reitend, damit wir schnell sein können und sich dort umhört. Nun gut, wer geht, wer bleibt? Ich könnte beides übernehmen. Da ich aber eine gute Reiterin bin, erkläre ich mich dazu bereit, nach Kritzdorf zu reiten. Wir brauchen auf jeden Fall jemanden, der da was quatschen kann. Also müsste Karinor, glaube ich, da hingehen. Wenn Karinor da hingeht, gehe ich da auch hin. Dann seid ihr schon drei. Weiter sollten wir es nicht heraustreiben. In der Tat, dann bleiben wir. Der Rest bereitet den Hinterhalt vor. Asavo, ich nehme an, ihr werdet Kritzdorf bevorzugen. Ich denke auch. Bleibt gerne bei Iserun. Auf welchem Pferd reitet Asavo eigentlich? Hat er ein eigenes oder reitet er auf einem von uns? Warte, bei Iserun mit. Vielleicht solltet ihr ein eigenes Pferd nehmen. Ihr könnt reiten, ja? Selbstverständlich. Hervorragend, dann nehmt noch eins mit. Das bringt nichts, wenn sie hier rumstehen und ihr am Ende vielleicht schnell fliehen müsst. Wir werden die Streitwagenpferde hier abschirren und auf diesen reiten. Die ermüden nicht. Das ist der Plan.